Und wir sind jetzt quasi ready, weil Franzi geht's los und Skylar meinte gerade irgendwas von wegen, sie holt jetzt einen Rasierer. Help. Ich will mal die Haare aufmachen, damit man überhaupt sieht, wovon wir hier sprechen. Von einem Teppich. Ja. Also es ist nicht ganz ein Jahr, aber ja gut, anscheinend sind wir schon mit einem Intro drin, also... Ich dachte auch gerade, ist das schon das Intro? Willkommen zu einem neuen Video und das ist jetzt fast ein Jahr später. Letztes Jahr im Juni waren Franzi und ich beim Friseur ungefähr genau in der gleichen Setting hier. Mhm. Franzi hatte allerdings noch dunkelbraune Haare, meine Haarfarbe war ungefähr gleich, aber meine Haarlänge war ungefähr die gleiche. Also die gehen jetzt so wieder mal bis zu der Bauchnabel ungefähr. Ja. Das heißt... Bis zu Ende der Rippen. Genau, Franzi hatte letztes Jahr, glaube ich, noch ein bisschen längere Haare, hat sie aber auch gefühlt ein bisschen abgeschnitten, ne? Also, ja, mache ich diesmal wieder. Genau, deswegen jetzt heute wieder ein Before and After. Wir gehen zu unserem Lieblingsfriseur am Hafen, zu Cabello und sind auch bei den gleichen Friseurinnen wie beim letzten Mal. Okay. Nehme euch heute wie immer dazu mit. Also bei Franzi gibt es die Veränderung auf jeden Fall ein ganzes Stück abschneiden und wahrscheinlich nochmal nachfärben, ne? Ja, ich will jetzt wieder ein bisschen höher ziehen, weil das ist extrem rausgewachsen. Ja. Ey, krass. Guck mal, die haben das... letztes bis hierhin gemacht. Ja. Das Stück ist bei mir gewachsen in einem Dreivierteljahr. Ja. Alter, was habe ich für ein Haarwachstum? Naja, auf jeden Fall muss es wieder nachgezogen werden. Genau. Bei dir? Also ich werde auf jeden Fall auch ein ganzes Stück abschneiden. Also ich wahrscheinlich so anderthalb Hände breit. Und da bin ich aber überlegen, weil meine Haare einfach auch super dick sind und lang und schwer, dass ich, also klar, Stufen auf jeden Fall, das muss sein. Aber ich bin überlegen, ob ich so, kein Pony, aber so ein paar Curtain so ein bisschen schneiden lasse, dass wenn man so einen Zopf macht, das wir halt schon mal hatten, das Thema, dass die halt so vielleicht so bis zum Kinn gehen, dass die mal so locker, ein bisschen lockerer rausfallen könnten. Aber da muss ich mich gleich noch ein bisschen zu beraten lassen. Das ist weil ähnlich, wie ich das immer mache. Ich lasse die ja, auch genau. Ab hier dann runter. Board hey, dann so. Haben wir vielleicht die gleiche Frisur. Ich glaube, deine Haare werden etwas kürzer sein als meine. Das stimmt, aber vom Ding her, weil du, ich mache das ja auch immer hier ein bisschen kürzer und dann ab hier länger und dann durchstufen und dann bis hierhin ab. Und wenn dann halt dahin ab. Okay, dann möchtest du mal langsam sagen. Ich freue mich. Ich mir auch. Aber mehr habe ich nicht zu sagen. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Dann wollen wir sagen, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dem Video und machen uns auf den Weg. Als ob das noch so dazu muss. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Friseur, nehmen euch wie immer mit und sind gespannt, wie es aussieht. Bis gleich. Bis gleich. Ich freue mich ja so, dass es ganz geiler ist. Es ist einfach so schön, wenn man so ein Hair Bestie hat, ne? Ja, voll. I used to think I had plenty of dreams and light in my life. So my glass was half empty. But you came along and showed me how to love without limits. To have a good time. My glass was always half empty. Far away from the city.
As you can see. Die Haare passen wieder in den Frame. Da ist ein bisschen was abgekommen bei uns beiden. Ja, etwas mehr bei mir als geplant, aber vollkommen fein. Ich bin so stolz auf dich, weil Vera meinte so, ja, eine Handbreite, vielleicht anderthalb. Und jetzt sind es zwei, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich würde sagen zweieinhalb Hände breit. Also 20 Zentimeter schön. Die Haare gingen mir vorher bis hier locker. Ja, also die gingen jetzt so gerade eben über die Brust. Mhm. Also ja, und ich habe mir, warte, leichte Curtain Bangs schneiden lassen, aber recht lang, sodass ich sie noch hinter das Ohr machen kann, wenn ich möchte. Mega schön. Also kein Pony in dem Sinne, aber dass die Haare ein bisschen locker und leichter fallen, nicht mehr so viel Gewicht da ist. Ich habe jetzt schon das Gefühl, wenn ich mich auf die Waage stellen würde, würde ich locker 2 Kilo weniger wiegen. Ja, und was haben Sie gemacht, Franziska? Wir haben geschnitten. Ich wollte sie irgendwie, ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber ihre Haare gingen auch bis über die Brust. Hier, die waren hier. Ich habe das gar nicht so krass wahrgenommen. Also ich bin kleiner als Vera, deswegen sind meine 20 cm dann halt diese Länge dann, die abgekommen sind. Aber ich finde es voll schön. Also ja, jetzt sind hier zwar noch Locken drin, das heißt, sie sind dann in glatt noch ein bisschen länger, aber ich trage sie aktuell eh nur gelockt, deswegen ist das so die Länge, die ich jetzt habe. Ja. Und die Frisur steht auch richtig gut, also so schön gelockt. Danke. Ich habe das gemacht, was ich eigentlich immer mache. Also ich lasse die Haare meistens so ein bisschen abschneiden, dann halt durchstufen. Also man sieht das hier, da ist eine Stufe und da. Also das ist schon ein Unterschied von so. Einfach meine Haare fallen dann dadurch besser. Deswegen mag ich Stufen immer ganz gerne. Und den Pony habe ich kürzer als den Rest. Also den lasse ich immer auf Kinnhöhe abschneiden und dann so schräg abstufen, damit er irgendwie ein bisschen cooler fällt. So, das ist eigentlich so mein Standardschnitt, den mache ich immer. Aber was jetzt halt neu ist, ist die Farbe. Ich habe letztes Jahr im Juni das erste Mal deine Blondierung reinmachen lassen. Und auf dunkelbraun selbstgefärbte Haare. Stimmt, also die waren ja, wenn ihr die Videos vom letzten Jahr kanntet, ich hatte richtig dunkelbraune oder mittelbraune Haare und dann blond. Und mir hat es so gut gefallen, deswegen habe ich das jetzt einfach alles, ich habe zu Skyler heute gesagt, hey, lass einfach dasselbe machen wie letztes Jahr, das war cool. Ja. Und ich glaube, diesmal hat sie irgendwas reingemacht, dass meine Haare noch ein bisschen kühler aussehen, also das Blond ist ein bisschen... Die Pastellkoloration ist wahrscheinlich ein bisschen kühler gewesen. Genau, ist ein bisschen kühler, ja. Also erstmal nochmal ganz lieben Dank an Jackie und Skyler, wie immer wundervoll geworden. Sehr gut Grüße gemacht. Gehen raus. Ja, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu unseren neuen Haaren, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten würden wir sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns wie immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, wenn ihr mögt, teilt das Video mit euren Freunden und nicht vergessen, aktiviert die Glocke, weil wir laden jetzt hoffentlich wieder regelmäßiger was hoch. Es wird das dritte Video in Folge, Freunde. Ja, wir sind richtig proud. Also dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Wenn, dann mal welche. Nee, wir sind gerade gut im Game. Also wir sind sehr optimistisch. Ja, ich glaube, damit können wir sagen, tschüss. Gut, bis zum nächsten Mal. Soll ich einfach machen? Ja. Okay, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.